Was zeichnet den Modetrend Dopamine-Dressing aus? Designer David Tomaszewski klärt im Interview auf. Modedesigner David Tomaszewski, 41, begeistert mit seinen ausdrucksstarken Prints nicht nur Stars wie Iris Berben, 71, oder Marie Bäumer, 52. Mit seiner Ready-to-Wear-Kollektion ist er auch auf QVC erfolgreich. Im Interview spricht der polnisch-deutsche Modeschöpfer über den wichtigsten Trend des Jahres Dopamine-Dressing und welche drei Farben er jeder Frau empfiehlt. Einer der wichtigsten Modetrends in diesem Jahr ist Dopamine-Dressing, so genannt nach dem Glückshormon Dopamin. Was genau versteht man darunter? David Tomaszewski, wenn man etwas Farbiges anzieht, eine besondere Tonalität an Farbe, dann strahlt man automatisch. Das macht uns spontan gute Laune. Das gibt unserem Teint diese Frische, das ist besonders wichtig. Ist das ein rein optisches Phänomen oder kann Kleidung tatsächlich unsere Stimmung aufhellen? Tomaszewski, in dem Moment, wenn wir eine lebendige Farbe anziehen und uns im Spiegel anschauen, geht es uns automatisch besser. Wenn wir helle oder florale Prints mit leuchtenden Farben tragen, lächeln wir uns unwillkürlich selbst an. Das ist ein Phänomen, bei dem in unserem Gehirn tatsächlich Dopamin ausgeschüttet wird. Man fühlt sich automatisch stärker, jünger, fitter. Mode beeinflusst tatsächlich die Laune, das bestätigt auch eine aktuelle Umfrage. Tomaszewski, das stimmt, die hat QVC unter Frauen in Deutschland, Italien und in den USA gemacht. Interessant fand ich, dass gerade bei uns hier die Frauen leuchtende Farben und ausdrucksstarke Muster als stimmungshebend empfinden. Ganz besonders aber ausgefallene Schnitte hervorheben. Sie fühlen sich dadurch selbstbewusster, optimistischer und viele sagen, sie lächeln sogar häufiger. Lebensfreude kann so einfach sein. Welche Farben und Muster sind aktuell besonders angesagt? Tomaszewski, alles, was uns an die Natur erinnert. Es darf auch ein bisschen exotisch sein. Nach 2,5 Jahren Pandemie sehnen wir uns nach Natur, die Reiselust erwacht wieder. Auch grafische Muster, die an Fernost erinnern oder an Regionen wie Marokko oder Portugal. Große Muster und Drucke am besten bei Oberteilen wählen, bei Hosen auf jeden Fall kleine Muster, das lässt uns schmaler und zierlicher wirken.